Es kann sein, dass es Vorteile für österreichische Konzerne bringt, aber vor allem ist es eine Gefahr für österreichische Arbeiter und Arbeiterinnen, weil dieses Wirtschaftsabkommen Privatisierungen, zum Beispiel Privatisierungen, vorschlägt für in vielen Bereichen, die jetzt noch öffentlich sind, das heißt Gesundheitsbereich, Bildungsbereich, Sozialbereich, und dass es dann Versuche geben wird, diese Bereiche profitabel zu machen, was eine weitere Verschlechterung in diesen Bereichen bedeutet, die bereits jetzt unterfinanziert sind. In Wirklichkeit ist es notwendig, hier mehr Geld in diese Bereiche zu fordern und gewerkschaftlich auch zu kämpfen für eine Offensive, für eine Investitionsoffensive in all diesen Bereichen.